Hallo Freunde, weiter geht's mit Shakes and Fidget. Und bald ist es ja soweit. Die Welt geht ja bald unter und zwar am Freitag, am 21.12.2012. Und ich bin wirklich gerade am Überlegen, ob ich dann zum Weltuntergang mal einen Livestream mache. Quasi alle Leute an den PC fesseln und ihre letzten Stunden quasi mit ihnen teilen möchte. Und dann werden wir alle zusammen sterben. Um 0 Uhr ist dann ja alles vorbei und es macht Bumm. Wie stand das in dem Maya-Kalender? Die Sonne macht irgendwas mit dem, oder ist auf dem gleichen Stand der Milchstraße und dann passiert irgendwas und die Welt geht unter und das Universum und die Milchstraße machen eine, ich habe keine Ahnung, irgendwas passiert auf jeden Fall da. Ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, aber Maya-Kalender endet dann und da muss ja die Welt untergehen. Man weiß ja, die Mayas sind auch einfach so ausgestorben. Warum, weiß glaube ich auch niemand. Wenn die das sagen, ja, es könnte auch das Problem gewesen sein, dass die Maya-Leute einfach nicht den Kalender zu Ende gestellt haben, weil sie einfach draufgegangen sind alle. Ja, so war es ja mit den höheren Kulturen. Sobald die ziemlich hoch waren, haben sie einfach gegenseitig getötet. Beziehungsweise sich selber ausgerottet. Ist ja zurzeit auch bei den Deutschen so. Deutsche findet man nicht mehr viel in Deutschland und die Kinderrate beziehungsweise die Geburtenrate von Deutschen ist auch nicht mehr ganz so hoch. Irgendwann wie werden die Deutschen auch aussterben, beziehungsweise sich vermischen mit allen möglichen anderen Nicht-Deutschen? Ich will jetzt hier nicht sprechen, dass ich Nazi bin oder so. Es ist einfach so, dass die Deutschen, also die reinen Deutschen, ne, sich nicht mehr fortpflanzen, beziehungsweise das nicht machen. Schaut doch mal, ich weiß nicht, in meiner Generation, beziehungsweise bei mir war das noch so, also ich habe einen Bruder, wir sind also zwei. Also meine Eltern haben quasi zwei Kinder. Und heutzutage ist es so, die Frau will gar keine Kinder mehr haben, wenn dann erst mit 30, 35 oder was weiß ich, weil sie will ja erst Karriere machen. Und es ist auch so, dass heutzutage die Frau und der Mann arbeiten müssen, weil das Geld nicht mehr passt. Also, wisst ihr Bescheid, die Deutschen haben meistens immer, durchschnittlich hat jede deutsche Familie, wenn dann nur ein Kind, und das ist halt ziemlich wenig. Und deswegen werden die Deutschen leider immer weniger. Ist blöd, ist aber so, weil die Deutschen ja, beziehungsweise die Deutschen, das Deutsche Reich will Karriere machen und deswegen ist das so. Wir starten mit Server 22 zurück zum Thema zu Shakes and Fidget, da sind wir ja. Und wie gesagt, wenn ich dann am Freitag einen Livestream machen werde, werde ich das Ganze nochmal ankündigen in ein extra Video. Wahrscheinlich dann, Freitag ist ja eh Livestream zu Shakes and Fidget, aber ich bin da überlegen, ob ich den länger mache, quasi bis 0 Uhr und dann zum, ihr wisst schon Bescheid, ne? Zum Ende der Welt quasi. So, Server 22, wir machen mal einen Arena-Kampf, haben wir schon gemacht, können wir also nicht. Die Taverne, die Alu läuft, ich habe noch nicht viel gemacht, ich bin gerade erst wieder da von der Berufsschule und Berufsschule dauert immer et länger, beziehungsweise da habe ich immer länger. Ich habe hier immer noch dieses Epic hier, was ich bekommen habe, weil wir ja gestern dem im Turm geschafft haben, was ihr leider nicht gesehen habt, denn das Aufnahmeprogramm hat versagt. Und hier haben wir einen Gürtel mit 400. Mit 400. 400, ist das so besser da, wie das hier, oder? 400, 400, das ist besser, ja. Das ist vielleicht sogar besser wie das, was ich habe. Ein Pilz ist mir ein Pilz wert, auf jeden Fall. Auch zum Epic-Event, ein Pilz ist es mir wert. Wir können mal aufs Klo gehen. Ich glaube, können wir spülen? Nein, wir können nicht spülen. Spülen können wir nicht. Weil das, wo waren das? Auf Server 23 können wir spülen. Irgendwo können wir auf jeden Fall spülen. Die beiden Sachen können weg. Das kann weg. Das kann weg und das Geschickding werden wir dann unseren Kundi equippen. Und der Soldat war ja auch knapp, beziehungsweise fast down. Ich habe schon wieder 7,4 Millionen Gold. Das bedeutet, ich werde locker, auf jeden Fall locker noch das Maximum erreichen. Ich kann ja versuchen, den ins Klo zu schmeißen. Vielleicht bekomme ich da irgendwas mit Int oder mit Stärke für den Krieger oder Magier. Mit Int und für Magier. Das könnte was Gutes sein. Was hat mein Magier da? Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ein Update 392 zu 357. Und können wir das jetzt auch wieder ins Klo schmeißen? War das schon im Klo? War das im Klo? Das war schon im Klo. Also weg damit. Im Zauberladen. Oh, ein Trank. Den wir ja eh, wir werden ja eh bald wieder alles aufstocken mit Tränke. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht rumblättern oder so. Denn es ist ja Epic-Event am Wochenende. Wie jeder weiß, jetzt hier im Dezember ist jede Woche ein Event. Quasi, damit die Winterzeit schnell überbrückt wird und in Winterzeit sind ja die Leute ziemlich viel am PC, deswegen wollen die ja ziemlich viele Pilze von euch haben und sehr viel Geld raushauen quasi. Sonst haben wir hier nichts. Was wollten wir machen? Wir wollten nicht Arena, ich wollte mal in dem Dungeon gucken. Hier. 196 bin ich immer noch. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel Alu gemacht. Und ich bin überlegen, werde ich jetzt etwas skillen? Werde ich etwas skillen? Wenn ja, was denn? Ich könnte etwas geschickt skillen, dass ich noch 5 Millionen habe.
So, um den Dreh, das werde ich auf jeden Fall hoffentlich noch schaffen. Ja, doch, denke ich mal. Muss ich ein bisschen mehr Startwache machen. Aber jetzt, ab jetzt werde ich jetzt quasi noch ein bisschen mehr sparen, dass wir halt die 10 Millionen haben, plus die 10 Stunden Startwache, die ich dann einlösen werde, wenn wir beim Epic Event sind und beim Blättern sind. Die Post blinkt. Einige Infos betreff Videos, ein Abschiedsbrief, aktuell. Das ist alles hier gildenintern und ich sammle hier, wie gesagt, die Bewertung und so weiter alle wieder ein. Und wie gesagt, wenn ihr eine Bewertung haben wollt, würde ich mich echt freuen, wenn ihr noch ein bisschen mehr was dazu schreibt. Der Baby Schilling schreibt: Hallo, du Geiler. Hallo, kannst du mich bitte nochmal bewerten? Wenn ja, bin ich geil. Wenn ja, bin ich geil. Wenn nicht, bin ich trotzdem geil. Okay. Baby Schilling, heute mal ist ein Glückstag. Ich werde dich eben kurz bewerten. Aber wir werden das am Ende machen. Du hast mein Ding hier drin. Oh, und schon von Spiele trennen. Ach ja, und noch YouTube.com Zuschauer LP. Dankeschön. Wie gesagt, ich wollte hier mal alles fotografieren, beziehungsweise einen Screenshot machen vor allen Leuten, die mich hier drin haben. Und das mal zu einem Video zusammenfügen. Werde ich irgendwann noch machen. Und mir fällt gerade auf, ist heute nicht die 90. Folge. Wow, 90. Folge. Ich glaube, 89. Ja, 90. Folge ist heute. Boah, 90 Folgen Shakes and Fidget. Jeden Tag und nicht einen Tag ausgelassen. 90, überlegt euch das mal. 90 Tage am Stück habe ich Let's Plays gemacht. Jeden Tag. Jeden verfluchten Tag habe ich ein Park gemacht. Das ist krass. Der will noch nicht ganz so. Ich überlege gerade, ich habe noch nie so ein langes Projekt gehabt, beziehungsweise so viele Let's Plays gemacht an einem Stück von einem Projekt, beziehungsweise von einem Spiel. Und leider reicht es nicht für diesen Zinnsoldaten. Schade, schade. Das ist richtig krass. Ich komme gar nicht drauf klar. 90 Stück. Weiter mit Server 23. Und glaube ich, hier können wir doch spielen, oder? Hier sind wir auch gerade dabei, die ADO zu machen. Ba, 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 bam. Was, wie viel haben wir denn? Wir haben noch nichts hier, Leute. Wir haben erst. Ach, wir haben gar keine ADO hier fertig. Ich sag, bin gerade wieder da. Das dauert ja noch mit der Alu etwas. Nehmen wir hier, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir 37, auch das hier 7, nehmen wir das hier. Jetzt gehen wir mal aufs Klo und ich denke mal, war das hier? Ja, hier können wir heute spülen. Und was kommt dabei raus, wenn wir mal an die Kette ziehen? Oh mein Gott, da mein Handy vibriert. Ich hoffe, es gab keine Störung von meinem Mikrofon. Ich muss das Handy mal weglegen. Das ist immer gefährlich, wenn man ein Handy in der Nähe hat und ein Großmembran-Video, Mikrofon, dass es zu Störungen kommen kann. Dann hört ihr immer so, piep, 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 piep. Das ist nicht gut und sollte man vermeiden. Und ich bekomme es halt nicht mit, wenn das passiert. Tut mir leid. So, ich habe mir bis jetzt immer was gewünscht, wenn ich was aus dem Klo rausziehe. Ihr könnt ja gerne mal jetzt ins Video schreiben. Also jetzt nicht vorspulen, sondern ihr schreibt jetzt ins Video, was ihr denkt, was hierbei rauskommt. Sagt ihr, es kommt ein Epic raus und wenn ja, sagt ein Rüstungsteil, ein Waffenladenteil, ein Zauberladen-Epic oder sagt ihr einfach nur ein crap beschissenes Scheiß-Item, also ein Nicht-Epic. Ich sage, es kommt ein Stab raus, ein Epic-Stab. Ich brauche nämlich einen, deswegen sage ich mal der Epic-Stab. So, Shakes and Fidget, gebt mir diesen Stab. Und es kommt ein Ring und zwar ein normaler Ring. Ein Crap-Ring, den ich nicht brauche. Oh Mann, den kann ich gleich verkaufen. Genauso wie das Ding hier. Dann schauen wir gleich mal. Wir können erst einen Arena-Kampf machen. Genau. Gewinnen wir den? Gewinnen wir den? Jawohl, den gewinnen wir. Rang 84. Das geht immer weiter nach vorne. Denn wir sind nämlich ziemlich weit hochgegangen mit der Gilde von den Prozenten, weil wir so viele Dungeons geschafft haben. Dankeschön erstmal an die ganze Gilde. Und hier haben wir einen Innentrank, den können wir eigentlich kaufen. Sonst ist hier nichts drin. Nee. Und die Post blinkt hier auch. Ich wut schon wieder. Der Wodka. Was ist denn mit Wodka hier los? Der Chin greift mich die ganze Zeit an. Hier Zwergnase schreibt Bewerbung. Muss ich mir gleich durchlesen. Der Troska schreibt Betreff. Könntest du mich auch mal bitte bewerten? Danke im Voraus. Leidenschaftlicher Fan deiner Videos. Dankeschön dafür. Troska. Wir werden am Ende des Videos, werde ich mal zwei Leute bewerten. Und zwar die, die ich gerade vorgelesen habe. Hier haben wir die Gilde, genau, ich würde zeigen, 8 von 50 haben wir geschafft. Wir haben 116%. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier mitmachen. Also es ist richtig klasse hier. Ihr zeigt alle Einsatz und denkt bitte daran, alle 10 Stunden Stadtwache zu spenden. Ich gehe mal eben auf Server 22 und mache hier die Alu-Inf weiter. Und zwar ist hier Alu fertig. Dann nehmen wir, da ist eine schöne Quest. Und jemand hat geschrieben, ich habe ja die eine Quest verloren. Ich habe echt, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass ich auf diesem Level, ich war 195 oder 196, habe eine Quest bei der Alu verloren. Und jemand hat geschrieben, dass alle
100 oder 200 Alu ein Special Mob kommt, ist mir soweit auch noch nicht aufgefallen. Ich muss echt mal mehr auf das Spiel achten. Aber vielen Dank für diese Information. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn ihr nähere Informationen habt zu diesem Special Mob, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich will nämlich immer was dazu lernen zu Shakes and Fidget. Dungeon, Gold können wir nicht ausgeben. Wir können gar kein Gold mehr ausgeben, sehe ich gerade. Wir machen noch ziemlich viel mit der Alu. Also Gold werde ich jetzt nichts mehr hier ausgeben, denn ich brauche es fürs Epic-Event. Und die Mordmaschine hat auch jemand vorgeschlagen, habe ich ja schon letzte Woche gesagt, beziehungsweise nicht letzte Woche, letzten Tag, gestern nennt sich das auch, dass ich die am besten noch machen sollte. Ja, die ist hart halt, ne? Die ist hart. Die wird, also ich glaube, die wird nichts, außer wenn ich noch Glück habe im Waffenladen. Ich versuche es auch gar nicht jetzt weiter, denn ich will ja auch nicht skillen und so weiter, denn ich brauche das Gold für das Epic-Event. Deswegen. Hier ist die Gilde auch am Start. Ich zeig mal eben, wann hatte ich denn gerade den Baby-Schilling hatte ich hier und hier hatte ich den Tosca. Die werde ich gleich mal bewerten am Ende des Videos. Und tut mir leid für diesen Huster. Weiter geht es mit Server 2, United Kingdom. Hier ist die Alu auch noch am Start. Wie gesagt, 100 Alu dauert ja auch ein Stück. Hier fehlen mir noch zwei Spiegelteile. Kann die Alu jetzt leider nicht weitermachen, denn hier habe ich noch nicht den Spiegel fertig. Er ist fast fertig. Oh Gott, war das gerade knapp. 82,71%. Und schaut mal, ich bin schon Rang 422. Ziemlich cool. 422. Die Post ist auch am Start. Da schreibt jemand wichtig. Wichtig, bitte vorlesen. Werde ich gleich mal reinschauen. Erstmal in den Waffenladen schauen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich hier auch blättern soll. Aber eigentlich lohnt sich das nicht, oder? Hier blättern. Soll ich denn hier blättern? Schreibt es in die Kommentare, ob sich das lohnt, hier zu blättern. Dafür muss ich nämlich extra wieder sehr viel Geld ausgeben. Also wie gesagt, ich bin auf eure Meinung angewiesen, beziehungsweise ich werde mir die durchlesen und werde mir dann entscheiden. Wenn viele meinen, dass ich hier auch blättern soll am Wochenende für das zum Epic-Event, dann werde ich das natürlich bedenken und vielleicht auch machen. So, hier haben wir noch einen schönen Trank, den werden wir uns auch kaufen. So, ist vielleicht was Schönes da weggekommen hier. Nö. Und irgendwie hakt meine Maus hier gerade. Ich muss mal eben hier meine Maus durchlüften, so. Ja, sie hakt etwas. Ich bin echt der Meinung, dass meine Maus Schrott geht. Ich habe eine Razer Naga Maus und ich glaube, die geht langsam Schrott. Der Laser unten. Oder das Mauspad ist Schrott, obwohl ich es letztens erst gewechselt habe, aber irgendwie versagt meine Maus. Ist nicht gut, denn Mäuse sind immer teuer. Schauen wir mal in den Dungeon. Hier schaffen wir, ach, hier, was schaffen wir denn hier? Den Seeräuber, der ist ziemlich hart. Und der fängt wieder an, also wie das nichts. Ach, so knapp, so knapp. Ich versuche mal noch einen Try. Er fängt wieder. Oh! Er ist down! Jawoll! Endlich mal, endlich ein Glückserlebnis auf diesen verfluchten Server mit diesem verfluchten Krieger. 92, es dauert noch ein paar Level, 8 Level, bis zu 100, bis zum Klo. Und endlich haben wir hier mal einen Down. Endlich! Ach, Server 8 United States. Hier ist die Alu auch am Start. Und hier bekomme ich einen Ring. Spiegelteile habe ich 2. Arena-Kampf gewinne ich natürlich. Locker leicht. Was sagt der Waffenladen? Also hier werde ich auf jeden Fall nicht blättern. Das lohnt sich nicht. Weil man erst ab Stufe 50 was bekommen kann. Nur für oh Gottes Willen. Noch mehr Tränke. Gebt mir doch die ganzen Tränke. Übertreibt es doch. Spiel, übertreibt es mit den Tränken. Habe ich vielleicht, oh Gott, Ausdauertrank habe ich hier erstmal aus genug. Das ist wenigstens gut. Zauberladen war ich gerade, Waffenladen war ich auch schon, da gab es nichts. Arena-Kampf habe ich schon gemacht, die Alu kann ich nicht weitermachen, denn ich muss ja hier was zeigen, beziehungsweise ich möchte hier was zeigen. Die Post blinkt, die Gilde blinkt. Hier wird ziemlich viel Gold gespendet. Wie gesagt, wenn ihr in die Gilde wollt auf Server 8 United States, dann schreibt, oh mein Gott, an. Der regelt das Ganze. Ich wurde angegriffen. Einladung angenommen, sehr cool. Der Gamer 2404 und Samirboy 909 und der Zuschauerfan haben die Einladung angenommen, beziehungsweise haben noch nicht die E-Mail validiert, beziehungsweise bestätigt. Wenn ihr das macht, bekomme ich noch einen Bonus. Ach, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich 13 Freunde von, ja, das Maximum ist schon erreicht. Vielen Dank an alle, die ich gerade vorgelesen habe und an alle Leute, die natürlich den Link geklickt haben. Unten in der Videobeschreibung übrigens, wenn ihr mitspielen wollt, nochmal als Erwähnung. Und ihr wollt auf den Server spielen, wo ich bin, könnt ihr unten auf den Link klicken und dann werdet ihr automatisch zu den Server geleitet. Server, wie gesagt, 22, 23, 8 United States und Server 2 United Kingdom.
Wenn ihr darüber euch anmeldet, bekomme ich so einen kleinen Bonus. Und wenn man plus 12 Leute hier geworben hat, bekommt man hier einen plus 12 Bonus. Das ist das Maximum. Ich stelle mir gerade mal vor, das würde immer weiter steigen. Wenn man so 1000 Leute geworben hat, plus 1000. Ja gut, das wäre ziemlich krass. Das wäre viel zu krass. Gold, Gold brauche ich hier. Gold sparen brauche ich eigentlich gar nicht. Deswegen können wir eigentlich ein bisschen skillen. Aber wie gesagt, das war ja gerade das Epic-Event. Nicht das Epic-Event, das Gold-Event. Schon wieder verwechselt, genau wie gestern. Und dann hat man nicht so viel Gold, so viel zum Skillen. Schaffen wir den Räuber? Er fängt natürlich an. Und das war knapp. Noch ein Try. Er fängt wieder an. Ich möchte gerne mal anfangen. Dankeschön. Und er gewinnt trotzdem. Egal. Der ist leider nicht drin. Wie lange hält noch mein Mount hier? 6 Tage, okay. Und somit haben wir alle Server durch. Ich werde auch mal hier auf die Post schauen, beziehungsweise hier mal ein bisschen aufräumen. Ich wurde schon so oft angegriffen. Gilde. Der MickeyMaus55 schreibt, Gilde, schreibt bitte, wie gesagt, den Kollegen an, der ein Offi ist in der Gilde, der regelt das Ganze. Betreff. Kann ich in eure Gilde, wie schon erwähnt, bitte, du weißt schon, wen anschreiben. Zuschauer, es würde mich freuen, wenn du meinen Char bewerten würdest. Mit freundlichen Grüßen, dein Teammitglied FullGameLP. Mache ich FullGameLP. Fehler, der angegebene Spieler wurde nicht gefunden. Okay, du hast die Schampe gelöscht. Dann eben nicht inaktiv. Ich bin sehr inaktiv, weil ich Training habe. Das ist okay. Kann ich auch in die Gilde. Wie gesagt, bitte, ich fahre nach Wien inaktiv die 5 Tage. Vor allem, wenn ich, wie gesagt, den Kollegen anschreiben. Und hier nochmal an alle, die die Einladung auch angenommen haben. Und hier Gilde, kann ich in eure Gilde, wie gesagt, den Offi anschreiben. Server 2 United Kingdom. Was schreibt, ist die Post hier? Beziehungsweise, was steht hier? Wichtig, bitte vorlesen. Zuschauer, kannst du das bitte lesen? Lesen oder vorlesen? Hier steht vorlesen. Soll das jetzt heißen, dass ich im LP zeigen soll? Für mich schon. Ich suche bald Spiele auf Server 24. Okay, solche Anfragen wie Server 24 und so weiter alle. Hier, ich zeige das mal kurz für alle Leute, die Interesse haben, aber ich werde es jetzt hier nicht vorlesen und wieder löschen. Denn Server 24 dauert noch. Wird vielleicht noch dieses Jahr kommen, ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt hier nicht rüber sprechen. Was schreibt der Paradox? Soll ich jetzt meine Pilze und das Gold spenden oder nicht? Wenn nicht, dann lösche ich meinen Account mit den Pilzen. Wie gesagt, wenn du deinen Account eh löschen möchtest, dann kannst du auch die Pilze spenden. Und wenn du das nicht möchtest, dann mach es nicht. Das ist deine Entscheidung. Server 23 wollte ich ja den Troska, schöner Name, bewerten. Und zwar werde ich das kurz machen. Du bist ein Stufe 112. Kundi, bist ein Pilzer, 66,41%. Sammelalbum, das ist gar nicht so viel. Bitte an das Sammelalbum noch etwas arbeiten. Tränke sind top. Dungeon Etagen 72 sollte in Ordnung sein. Von der Skillung her sehe ich gerade keine Defizite. Das sieht alles gut aus. Du hast schöne Stiefel, denn du bist ein Cowboy. Der Helm ist in Ordnung. Das ist ordentlich, die Waffe ist in Ordnung. Also ich sehe hier zurzeit keine schlechten Items. Alles gut, das Einzige, woran du noch arbeiten könntest, ist dein Sammelalbum. Server 22 wollte ich den Baby Shilling nochmal bewerten. Werde ich nur machen, weil du es bist. Du bist Stufe 102, Magier. Bist du Pilzer? Bist du ein Pilzer? Ich weiß es nicht. Wenn ja, wenn du Pilzer bist, dann fehlt dir da so ein anderer Trank. Ich weiß gar nicht, ob du Pilzer bist oder nicht. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Wenn du 100 Alu spielst, sieht das Ganze gut aus, auch vom Sammelalbum her. 80,88%. Sehr, sehr schön. Von den Items her hast du gute Items. Brauchst du nichts tauschen in der nächsten Zeit. Intelligenz 833 zu 600, also da würde ich noch einiges mehr in Ausdauer skillen. Also ich würde sagen, 100 mehr Int wie Ausdauer ist so optimal. Crit reicht auch, Nebenattribute ist auch in Ordnung. Ja, wie gesagt, wenn du 100 Alu spielst, alles soweit in Ordnung. Sonst, wenn du 300 Alu spielst, würde ich dir empfehlen, einen anderen Trank reinzunehmen statt den Glückstrank. Und vom Sammelalbum kannst du auf jeden Fall noch was reinhauen. Aber soweit sieht alles doch in Ordnung aus. Somit habe ich diesen Part beendet. Wie gesagt, schreibt bitte eure Meinung dazu wegen Freitag, ob ich da einen sehr langen Livestream machen soll. Wenn ja, werde ich wahrscheinlich dort Shakes and Fidget zeigen oder ich werde es auf Samstag verschieben wegen dem Epic-Event. Ich weiß noch nicht und wahrscheinlich dann LOL, League of Legends. Noch am Ende habe ich jetzt ein paar Leute bewertet. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet, denn das hilft mir auf jeden Fall weiter bei YouTube. Daumen nach oben ist sehr wichtig bei YouTube. Vielen Dank für alle Leute, die mich dort supporten. Und ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.